Hallo liebe Zuschauer zu BW Medizin. Unsere Themen in dieser Sendung: Rückenschmerzen, die Volkskrankheit Nummer 1. Wir möchten heute mehr über ein medizinisches Massagesystem erfahren, das nicht nur entspannend wirkt, sondern auch viele Leiden wie Rückenschmerzen vorbeugen kann. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Sturz. Herzlich willkommen. Und wir schauen im wahrsten Sinne des Wortes heute genauer hin. Wir berichten über verschiedene Möglichkeiten der operativen Korrektur von Fehlsichtigkeiten. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Peter Schurmann von der Universitätsaugenklinik in Tübingen. Ganz, ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Schurmann. Ich habe es gerade gesagt, wir schauen heute genauer hin. Wie genau kann eigentlich ein Mensch schauen? Sieht er so scharf wie ein Adler? Einige schon, von Natur aus gibt es eine ganz große Bandbreite, und mit der refraktiven Chirurgie kann man eben auch das Maximale aus dem Auge herausholen. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Nicht jeder kann wie ein Adler schauen, selbst wenn man das Ganze refraktiv behandelt. Aber prinzipiell ist es möglich, das bestmögliche Ergebnis zu kriegen. Und wir haben auch einige Patienten nach so einer refraktiven Chirurgie, die 160% sehen oder 200%, also wirklich doppelt so scharf wie die Durchschnittsbevölkerung. Mhm. Das müssen Sie mir immer erklären. Also ich habe das auch schon mal gehört von Leuten, die einen Sehtest gemacht haben und mir gesagt haben, ich sehe eben über 100%. Dann frage ich mich immer, eigentlich sind doch 100%, 100%. Das ist doch scharf sehen. Wie sieht man denn schärfer als scharf? Ja, also die Messwerte ergeben sich auf einer physikalischen Basis. Das Entscheidende ist aber, warum man ganz richtig eigentlich 100% sagt, ist, man nimmt einen Durchschnittswert durch die Bevölkerung. Also man kann sagen, mit 100% haben sie gute Augen. Aber es gibt eben Menschen, die haben wirklich noch mehr. Und durch diese refraktive Chirurgie ist eben auch noch mehr rauszuholen, ne? Ja, also bis 200% im Einzelfall ist es möglich. Und mit refraktiver Chirurgie kann man es eben bei einigen Patienten erreichen. Aber das ist nicht das Hauptziel. Also das Hauptziel ist nicht, das Maximale rauszuholen, ja, sondern das Hauptziel ist, so viel wie möglich dem Patienten zu geben bei den geringstmöglichen Risiken. Mhm. Und darum geht es, das muss man dann entscheiden und nicht das bestmögliche Ergebnis, also da einen riesen Ehrgeiz reinlegen. Mhm. Die meisten wollen einfach nur ihre Brille loswerden und im Alltag die Dinge, die ihnen wichtig sind, ja, Sport beispielsweise oder ältere Patienten, die endlich im Supermarkt wieder ein Schild lesen wollen, ja, ein Preisschild, weil sie halt ohne, dass sie eine Lesebrille rauskramen. Das sind die Dinge, die Menschen dann beschäftigt und wo sie dann Hilfe haben wollen. Und wenn man das erreicht mit der refraktiven Chirurgie, ist das viel wichtiger, als jetzt wirklich ein Adlerauge rauszuholen. Wir waren ja auch bei Ihnen in der Sprechstunde für refraktive Chirurgie am Universitätsaugenklinikum in Tübingen und haben uns da mal genauer umgesehen. Wer eine Brille oder Kontaktlinsen trägt, weiß, wie lästig Sehhilfen im täglichen Leben sein können. Das Wohlbefinden der Träger ist eingeschränkt. Eine Leidensgeschichte, die auch Dieter Eschenlohr kennt. Ich bin ja seit Geburt kurzsichtig und hatte dann schon begonnen, mit 18 Jahren Kontaktlinsen zu tragen. Ich hatte dann vor 4 Jahren verstärkt Probleme, diese Kontaktlinsen zu tragen. Einfach deswegen, sie haben gerieben und so weiter. Und ich habe dann eigentlich nach einer Alternative gesucht und bin dann schließlich in dieser Uniklinik hier in Tübingen gelandet. In der Sprechstunde für refraktive Chirurgie an der Universitätsaugenklinik Tübingen werden Patienten, die ihre Brille oder Kontaktlinsen loswerden wollen, untersucht und kompetent beraten. Damit man ein perfektes Ergebnis zielt, braucht man individuelle Lösungen. Kurzsichtige müssen anders behandelt werden als Weitsichtige, jüngere Menschen anders als ältere Menschen. Denn gerade bei älteren Menschen kommt ja noch die Altersweitsichtigkeit hinzu, was eine besondere Herausforderung ist. Bei der Untersuchung werden die Augen vollständig vom behandelnden Arzt vermessen. Für jeden Patient wird eine individuelle Lösung gefunden. Prinzipiell gibt es 2 Verfahren. Zum einen das Laserverfahren, das viele kennen und das auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Was viele aber nicht wissen, ist, dass man nur einen kleinen Teil der Patienten so behandeln kann. Und dafür gibt es eben auch ein anderes Verfahren. Es gibt verschiedene Linsenimplantate, die für individuelle Ausgangssituationen die besten Ergebnisse erzielen. Durch den Einsatz einer sogenannten Multifokallinse wurden auch bei Dieter Eschenlohr gleich 2 Probleme behoben. Die Korrektur seiner angeborenen starken
Kurzsichtigkeit und seine Alterssichtigkeit. Ich bin sehr zufrieden. Meine Kurzsichtigkeit ist auf 0 und 0,2, was also sehr gut ist. Leseschwäche ist nicht mehr vorhanden. Ich lese also Zeitungen wie jemand Junges, wenn Sie so wollen. Und dann habe ich eben auch durch diese Operation präventiv vorgebeugt, dass ich keinen grauen Star mehr bekomme. Auch Daniel Hein hat dank der Behandlung seiner Fehlsichtigkeit mittels Laser ein völlig neues Lebensgefühl ohne Brille. Beim T-Shirt ausziehen bleibt nichts hängen, Pulli, man braucht sich nie Sorgen machen, dass irgendwas hängen bleibt. Zum Schlafen gehen, ich kann die Uhrzeit sehen, kann ins Wasser springen, man sieht die Fliesen, man sieht den Boden, man sieht Leute unter Wasser. Ein ganz neues Gefühl, das hatte ich seit Jahren nicht mehr. Keine Druckstellen mehr auf der Nase, kein Gefühl mehr, immer was auf der Nase zu haben. Kein Gewicht, kein Vergessen der Brille ab und zu. Grundsätzlich haben alle Verfahren wie Laser- und Linsenimplantat Vorteile und Stärken. Aber auch individuelle Risiken, die ausführlich mit dem Patienten besprochen werden sollten. Nur so kann am Ende ein optimales Ergebnis stehen. So, der Beitrag hat uns gezeigt, zwei ehemalige Kontaktlinsen oder Brillenträger, die jetzt wirklich zufrieden sind, aber zwei ganz unterschiedliche Behandlungen oder Wege gebraucht haben, um ihre Sehschärfe wieder zu erhalten. Stellen Sie einfach die Verfahren mal vor. Naja, also viele denken bei refraktiver Chirurgie erstmal an das Laserverfahren. Das ist das populärste und tatsächlich der klassische refraktive Patient mag vielleicht Mitte 20, Mitte 30 sein, leichte Kurzsichtigkeit und ihn stört die Brille beim Sport. Diese Patienten werden heute auch schon seit einiger Zeit ganz hervorragend mit dem Laser behandelt. Was aber viele vergessen ist, dass es wirklich nur ein kleiner Teil der Patienten ist, die da in Frage kommen. Es sind eben dieses junge Klientel mit leichter Kurzsichtigkeit und es gibt so viele Patienten, die eine stärkere Kurzsichtigkeit haben, die gleich wieder weggeschickt werden, da kann man nichts machen. Oder aber man kann was machen, aber die Risiken steigen und es ist schon kritisch, das zu machen und da möchte man sich lieber zurückhalten. Oder Patienten mit Weitsichtigkeit ist viel schwerer zu behandeln als mit Kurzsichtigkeit. Machbar, aber man muss einfach Dinge beachten. Das kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen, damit das Ergebnis dann am Ende doch sehr gut wird. Ne? Oder Hornhautverkrümmung. Hornhautverkrümmung ist ebenfalls früher schwierig gewesen. Heutzutage haben sich die Ergebnisse dramatisch verbessert. Und eine ganz wichtige Gruppe, die vergessen wird in vielen Fällen, sind halt die Patienten mit der Altersweitsichtigkeit. Also nicht mehr diese jungen refraktiven Patienten, sondern es verlagert sich auch, dass immer mehr Babyboomer, wie man das in den USA nennt, kommen, Patienten, Menschen 45, 55, 60, auch 65 noch, aber gerade so um die 50er, die noch voll im Leben stehen, aber dann merken, dass die Arme immer länger werden und die Lesebrille hat man dann auch nicht immer zur Hand. Man fühlt sich ausgeliefert im Supermarkt, in der Speisekarte lesen und in solchen Situationen gibt es halt auch Möglichkeiten, diesen Patienten relativ einfach zu helfen, nur viele wissen es einfach nicht. Das war auch in dem Beitrag der Ältere Patient, der Herr Eschenlohr, hat ja auch gesagt, Sie konnten bei ihm präventiv sozusagen diese Alterssichtigkeit behandeln. Das müssen Sie noch mal genauer erklären. Wieso in dem Fall ein bisschen auch präventiv? Nun, also die Verfahren werden an unterschiedlichen Stellen gemacht. Laserchirurgie an der Hornhaut, dann bei den jüngeren hohen Kurzsichtigkeiten vor der Linse und bei Patienten wie bei Herrn Eschenlohr wird es auf dem Niveau der eigenen Linse gemacht. Und bevor überhaupt die natürliche Linse eintrübt, wird die bereits ersetzt gegen eine Kunstlinse. Die also da reden wir jetzt von grauem Star, ne? Ja, also diese, genau. Wird. Das, was sich dann später mal, 10 Jahre später vielleicht, zum grauen Star entwickelt, bevor das überhaupt dazu kommt, wird die Linse entfernt und wird ersetzt gegen ein glasklares Transplantat, das eben mit den neuen Implantaten die Möglichkeit bietet, nicht nur in eine Entfernung scharf zu sehen, sondern in zwei oder womöglich noch mehr Entfernungen scharf zu sehen. Und dann können die Patienten halt nicht nur weit gucken, sondern auch ohne Brille nah sehen. Und darum geht es. Das heißt, ich nehme eigentlich was vorne weg, was sowieso mal eintrüben würde, sprich von grauem Star sind wir irgendwie
irgendwann, wenn wir richtig alt werden, betroffen. Ne? Also die Linse trübt ein. Und das ist dann auch gleichzeitig diese Alterssichtigkeit, wenn die sich nicht mehr biegen kann. Ne? So ist es. Also wenn man so will, ist die Altersweitsichtigkeit eine besonders frühe Vorform des grauen Stars, wo die Trübung, die kommt halt erst ein paar Jahre später, aber die fehlende Verformbarkeit der Linse macht sich einfach schon mit 45, 50, 55 bemerkbar. Und das kann man eben nur mit einer Lesebrille ausgleichen oder mit solchen speziellen Implantaten, die es Gott sei Dank heute gibt. Das klingt jetzt klasse. Also ich würde jetzt für mich denken, naja, wenn ich später mal eh grauen Star kriege, eine leichte Hornhautverkrümmung habe ich sowieso schon, eine Sehhilfe brauche ich. Jetzt möchte ich gleich mal vorne weggreifen und möchte so eine Linse implantiert haben. Kann das jeder? Ist das für jeden geeignet? Oder ist das ein viel, viel größeres, komplizierteres Feld, wie man da differenzieren muss? Ja, also prinzipiell ist refraktive Chirurgie schon für jeden geeignet. Aber das ist nicht das Plädoyer, dass das jeder machen sollte, sondern refraktive Chirurgie behandelt ja keine Krankheit, sondern das sind gesunde Augen. Eigentlich behandelt man nur die Wünsche der Menschen, die ihre Lebenssituation verbessern haben wollen. Das betrifft den Kurzsichtigen, der gerne ohne Brille Sport machen möchte, und das betrifft einfach den 55-Jährigen, der sagt, nur weil ich 55 bin, mag ich nicht zum alten Eisen gehören und jetzt jedes Mal meine Lesebrille dabei haben, sondern ich möchte schon in meinem Lebensumfeld auch so wenig Einschränkungen wie möglich haben. Und dadurch können Sie viel, viel erreichen. Sie haben uns auch Modelle mitgebracht. Ne? Das ist bestimmt für die Zuschauer auch mal ganz spannend, das zu sehen, was Sie da ins Auge einsetzen. Greifen Sie einfach mal irgendwas heraus und erklären, was das ist. Das Wichtige ist, dass es inzwischen so eine Fülle von verschiedenen Therapien gibt und verschiedenen Implantaten, dass man eben nicht alles über einen Kamm scheren kann und sagen kann, wir machen diese Methode und das kriegt jetzt jeder, sondern es gibt für jeden ein bestes und ein zweitbestes, ein drittbestes Verfahren, und das mag für jeden ein bisschen anders sein. Deswegen braucht man eine zweistündige Voruntersuchung, wo man wirklich individuell beraten wird. Jeder Erstkontakt hat eine zweistündige Beratung, wo das Auge vermessen wird und dann gemeinsam besprochen wird, welche Linse in Frage kommt. Und dann werden diese Implantate ausgewählt. Die sind jetzt deutlich vergrößert. Das musste man erstmal besorgen, so groß, aber das zeige ich den Patienten immer ganz gerne. Die sind normalerweise 11 bis 13 mm groß. Ne? Also halb so groß wie mein kleiner Fingernagel. Genau, ne? Also wesentlich kleiner als das. Ja. Ne? Aber so kann man das einmal richtig anfassen. Man sieht auch, dass es aus einem biegsamen Material ist, das eben sehr gut verträglich ist. Und was ich auf der ganz nett finde, ist dieser Schliff, ne? Den man da sieht. Ja, diese Linsen sind für sehr starke Kurzsichtigkeit zum Beispiel. Und diese Linsen, die haben zusätzlich noch einen zweiten Brennpunkt eingeschliffen, wo die Patienten dann eben in der Ferne und in der Nähe sehen können. Das heißt, Gleitsichtbrille im Auge sozusagen. Eine Gleitsichtbrille wäre zu viel versprochen. Also man darf auch in der refraktiven Chirurgie, muss man immer realistisch bleiben und die Risiken minimal halten. Es ist, wenn man so will, eine Bifokalbrille. Das heißt, man hat zwei Ebenen und nicht ganz viele verschiedene Ebenen. Aber auch eine Gleitsichtbrille ist kein perfekter Ersatz für ein jugendliches Auge. Mhm. Auch da hat man bestimmte Bereiche, wo man besonders gut sieht, andere, wo die optische Abbildungseigenschaft nicht so ideal ist. Hier gibt es zwei entscheidende Fokuspunkte, eine in der Nähe, damit man keine Lesebrille braucht, und eine in der Ferne zum Fernsehgucken, zum Autofahren, zum Unterhalten, so wie wir jetzt. Ganz tolle Möglichkeiten. Ich denke, viele Zuschauer sind auch angesprochen und fühlen sich davon einfach angesprochen, endlich wieder scharf zu sehen ohne Sehhilfe. Und ob Sie dafür geeignet sind, liebe Zuschauer, können Sie nur erfahren, wenn Sie sich beraten lassen bei einem dafür kompetenten Augenarzt, zum Beispiel an der Universitätsaugenklinik in Tübingen. Ganz vielen Dank, Herr Dr. Schürmann. Wir kommen zum nächsten Thema, nämlich zu unserem Rücken. Denn Rückenleiden haben wirklich ganz viele Leute. Und das hat viele unterschiedliche Ursachen. Welche das sind, kann mir jetzt vielleicht unser Sportwissenschaftler hier im Studio, der Dr. Stutz, genauer erklären. Inwiefern haben wir denn Rückenschmerzen? Was sind da die Ursachen, die möglichen? Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, die zu Rückenbeschwerden führen. In der Regel sind es zunächst Unfälle, die akut zu einem Beschwerdebild führen und dann auch entsprechend behandelt werden müssen. Aber die Anzahl der chronischen Beschwerdebilder im Rücken, die nehmen exponentiell zu. Es gibt ja ganz viele, die hatten keinen Unfall, ne, sondern einfach irgendwann Rückenschmerzen. Immer mehr und immer jüngere Kunden, Patienten und Mitmenschen, die an Rückenbeschwerden leiden.
Und da muss man sich Gedanken darüber machen, was hat sich geändert in unserer Gesellschaft? Es ist weniger an Bewegung da. Wenn Bewegung da ist, dann meist sporadisch und zu intensiv. Es ist in der Regel eine Fehlhaltung, die dazu führt. Und nicht zu vergessen ist auch ein Umfeld der psychischen Belastung. Mhm. Ob es jetzt in der Beziehung eine Belastung gibt oder im Alltag, im Berufsleben. All das hat ein Korrelat zu den Rückenbeschwerden. Mhm. Sie selbst, Ihr Weg hat Sie dann hingeführt zu einem ganz besonderen Massagesystem, nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist eigentlich eine Massageliege, die ganz besondere Funktionen hat und hinter der Sie jetzt wirklich stehen. Wie kam es dazu, bevor wir jetzt vielleicht gleich erklären, was dieses System im Einzelnen alles kann und bewirken kann? Ja, es ist ganz einfach. Letztendlich habe ich Kontakt mit dieser Massageliege bekommen und war erst mal interessiert daran, was denn meine Patienten da untergelegt wird, mhm, und habe eine ganze Reihe von Studien selbst durchgeführt und dann später initiiert. Sie haben ein Reha-Zentrum in Frankfurt, ja, ne, müssen wir vielleicht für die Zuschauer noch erklären, und da sind Sie in Kontakt gekommen mit dieser Liege. Genau. Mhm. Und letztendlich ist es so, dass man die physiologischen Auswirkungen dieser Massagetechnik, muss man ja sagen, geprüft hat. Und das kann man mit einer ganzen Reihe von Methoden machen, indem man feststellt, wie Körperflüssigkeiten sich verändern, wie Blut oder Lymphe, wie Muskelspannung gemessen oder sich verändern aufgrund von Wirkungen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die mittlerweile zu einer Kaskade von Studien geführt haben, die mich sicher machen, dass das Produkt hilfreich ist bei Rückenbeschwerden. Das heißt, Sie haben angefangen, das auch zu untersuchen, ne? Sie haben die wissenschaftlichen Untersuchungen dann angeführt, geleitet, genau, und daraus ist ein richtiger Beirat entstanden, der sich jetzt darum kümmert, wirklich zu beweisen oder erweisen, was diese Liege alles kann, ne? Nicht nur das, der Beirat hat die Aufgabe, die Firma zu beraten, aber auch neue innovative Erkenntnisse hinzuzubringen. Denn ein Produkt, das einmal entwickelt ist, ist im Prinzip mal schön und nett, aber es ist wichtig, die neuen Erkenntnisse der physikalischen Medizin einzubringen. Und das hat sich immens verändert in den letzten Jahren, sodass man Kenntnisse hat, mit welchen Frequenzen man in den Körper hineingeht, um Gewebe zu beeinflussen. Mhm. Da ist das Thema der Resonanz ein großes Stichwort, also mit kleiner Wirkung einen großen Effekt erzielen. Und das kann man sehr gut über mechanische Einkopplung von Frequenzen. Und so wie wir leben und so wie wir stehen, jede Materie ist eine Frequenz, mhm, physikalisch gesehen, kann man Blockaden lösen über Frequenzen. Mhm. Man kann Flüssigkeiten, die ins Stocken geraten sind, wieder, ähnlich wie eine Wirkung, einen Stein schmeiße ich ins Wasser und dann habe ich eine Wellenbewegung, so muss man sich das vorstellen. Das ist eigentlich der physikalische Hintergedanke, mhm, dieses Massagesystems. Ich denke, damit haben jetzt schon viele Zuschauer auch neugierig gemacht, was das denn für eine Liege ist und was die kann. Wir haben Dr. Stutz zusammen mit einer Patientin in einem Fitnessstudio besucht und wollten mal genauer hinschauen. Ein gesunder Rücken ist die Basis, um den vielen Anforderungen von Alltag, Beruf und Freizeit gerecht zu werden. Immer mehr Menschen leiden jedoch unter Verspannungen und Muskelverhärtungen, die häufig zu Rückenschmerzen und dauerhaften Einschränkungen führen können. Regelmäßige, abwechslungsreiche Bewegung sowie Sport und Massagen können diese Beschwerden lindern. Ich litt jahrelang unter verspanntem Nacken, Rückenschmerzen, und seit ich die Massagelege regelmäßig anwende, so 2-3 Mal die Woche, hat sich also das total gebessert und also ich fühle mich sehr wohl dabei. Die medizinische Massageliege arbeitet auf Basis sanfter Schwingungswellen in Kombination mit Infrarot-Tiefenwärme. Muskuläre Verspannungen werden gelockert und Verkrampfungen gelöst. Die Wirkung basiert dabei auf Basis andulierender Schwingungen. Unter Andulation wird ein spezifisches Massagetherapieverfahren zur Erzeugung von biologischen Resonanzschwingungen verstanden. Dabei können die Resonanzschwingungen spezifisch auf das individuelle Krankheits- oder Beschwerdebild eingestellt werden. Die andulierenden Schwingungswellen dringen bis in den tiefen muskulären Bereich ein. So wird eine Weitstellung der Blutgefäße unterstützt und eine intensive Durchblutung des gesamten Organismus erzielt. Die positiven Effekte, die sich einstellen nach der Andulationsanwendung, sind Entspannung der Muskulatur. Es wird eine Wärmeeinkopplung stattfinden, die Gefäße stellen sich weit, der Stoffwechsel wird angeregt, die Muskulatur entspannt und die Schmerzen reduzieren sich autark. Der Lymphfluss wird angeregt. Und letztendlich ist es so, dass physisches und psychisches Wohlbefinden sich einstellt und man ganz entspannt den
Tag beendet. Das Besondere an dieser Therapiemöglichkeit besteht darin, dass man sowohl die Infrarotbereiche individuell einstellen kann in der Intensität als auch die einzelnen Zonen. Man kommt damit den natürlichen Bedürfnissen nach. Nicht jeder Mensch ist gleich und so hat jeder so eine individuelle Einstellmöglichkeit, je nach Beschwerdebild und je nach Tagesform. Auch Elke Ossinger kann sich nun wieder frei und gestärkt ihrem Alltag stellen. Ja, wir haben es jetzt gerade gesehen und auch ein bisschen vorgeführt bekommen. Andulationswelle ist sozusagen das Stichwort. Also dieser Begriff, wie kamen Sie da drauf? Also wie wurde das Ganze erforscht? Wie kam es dahin? Üblicherweise benutzt man dann Anglizismen und daher kommt es, to undulate heißt die Welle erzeugen. Mhm. Und das ist eines von Wirkmechanismen, die wir in dem Rahmen der Andulation zusammengefasst haben. Mhm. Also es ist wichtig, dass der Körper eine entsprechende Lagerung erhält. Mhm. Und so wie man es von der Physiotherapie-Seite her kennt, sollte man die Beine höher lagern als den Rumpf, um für eine Entspannung zu sorgen. Und letztendlich habe ich dann einen besseren Rückfluss der Flüssigkeit in den Beinen zum Rumpf hin. Und neben der Wellenbewegung, die wir ja gerade eben im Einspieler gesehen haben, ist ganz entscheidend, dass Wärme zugeführt wird. Mhm. Eine Wärmeeinkopplung in Form von Infrarot ist ganz wichtig, dass die Gefäße sich erweitern und eine bessere Durchblutung darstellen. Mhm. Und alles zusammen wirkt dann in dem neuen Begriff der Andulation. Mhm. Das heißt, Sie haben die Liege kennengelernt, Sie haben gemerkt, die kann ganz viel, die tut ganz viel. Das hat Sie einfach mehr interessiert. Sie sind mit Wissenschaftlern da dran gegangen, um das ein bisschen zu erforschen. Und erzählen Sie uns nochmal, was kann die alles noch? Also ich denke, Liegen gibt es viele irgendwie. Ich möchte einfach wissen, was ist das Besondere da dran? Also was kann die, was andere nicht können? Was ist so dieses, was Sie zum Medizinprodukt auch macht oder auszeichnet? Letztendlich nicht nur die Medizinprodukteprüfung, diesen Reifegrad, den man erreicht hat, sondern letztendlich ist es so, dass die Wirkmechanismen, die zu Beschwerdefreiheit führen bei Rückenbeschwerden, grundlegend sind. Eine verbesserte Durchblutung hilft allen Organen. Eine verbesserte Versorgung und Stoffwechselaktivierung hilft grundsätzlich jedem. Und ob es nun die Haut betrifft, ob es Rückenbeschwerden betrifft, ob es Darm, Magen-Darm betrifft, oder letztendlich Auswirkungen auch auf die Psyche. Mhm. Das sind alles Dinge, die im Moment in Studien in Auftrag gegeben sind, um nachzuweisen, wie dieser grundlegende Mechanismus noch wirken kann. Mhm. Denn gerade weil ich das Thema Psyche ansprach, es ist wichtig, eine Insel, eine Rettungsinsel zu haben, gerade am Ende eines anstrengenden Tages, dass man sich eine Auszeit nimmt und entspannt. Und im Entspannungsverhalten ist ein ganz großer Wirkfaktor. Mhm. Was Sie mir im Vorgespräch so toll erklärt haben, was wir jetzt vielleicht noch ein bisschen in die Sendung reinpacken können, ist einfach so, was mir gut gefallen hat, war diese Schwingungen. Ne? Sie haben mir erklärt, es gibt eine Schwingung, da fühle ich mich schlecht. Ich glaube 10 Hertz oder sowas. Und bei 35 Hertz habe ich das Gefühl, die Sonne scheint. Und das ist so das, womit Sie in dieser Liege arbeiten. Ne? Das ist das, wo diese Rückwirkung kommt, wo ich wirklich sagen kann, ich fühle mich da wohl und jetzt tut sich was. Und das ist das, was dann auch die Schmerzen lindert, ne? auf Dauer gesehen. Es ist zwar umgekehrt, dass ich mich bei 10 Hertz wohlfühle. Deswegen habe ich den Experten hier. Und bei 35 Hertz eher den Suizidgedanken hege. Mhm. Aber 10 Hertz ist die dominante Schönwetterfrequenz. Wenn ich die applizieren würde auf Licht, dann würde eine kognitive Leistungsfähigkeit in der Schule oder im Beruf verbessert werden. Mhm. Wir leiden ja meist darunter, dass wir in Räumen eingesperrt sind und unter konstantem Licht quasi eingearbeitet sind und das gibt uns ganz schnell eine Ermüdung. Mhm. Und mit der Kenntnis, wie Gewebe, wie der Organismus, ob Mensch oder Tier funktioniert, führt man das zurück auf Frequenzen. Und das Verständnis der Frequenz, das ist ganz wichtig, wie kopple ich an welcher Stelle Frequenz ein und wie muss diese Information, weil es ist eine Informationstherapie, wie muss das Ganze aufbereitet sein, dass es verständlich ist. Mhm. Würde ich auf die Idee kommen, mit der Kenntnis 10 Hertz ist eine tolle Frequenz für den Körper, für den Menschen, auch für die Psyche, dann könnte ich ja nur 10 Hertz abgeben. Aber das würde der Körper auch so nicht verstehen. Mhm. Der muss das in ein Grundrauschen verpackt haben, das nennt man dann Stochastik. Und wenn das dann alles so zusammengebaut ist, dass der Mensch es versteht, dann hat man dann einen Effekt,
der dann klinisch zu prüfen ist. Mhm. Also die Theorie auf der einen Seite ist immer ganz wichtig. Wie baue ich diese Signale zusammen, dass sie ankommen? Und auf der anderen Seite ist es dann genauso wichtig, wie kommt es dann durch klinische Studien bewiesen beim Körper denn auch so an? Mhm. Also ich finde, das hört sich unglaublich spannend an. Wir können die Entspannung schlecht im Fernsehen vorführen. Ich glaube, im Zweifel, wenn Sie sich dafür interessieren, müssen Sie sowas einfach mal ausprobieren und testen. Ich glaube auf jeden Fall, es ist sehr, sehr entspannend, schon allein vom Zuhören. Ich finde die Gedanke mit dieser Schwingung der Frequenz ganz, ganz toll. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Einblick in die Funktionsweise dieser Massageliege. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen nochmal für die Möglichkeiten, die Sie uns vorgestellt haben, was ich machen kann, wenn ich eine Sehhilfe brauche oder eben loswerden will. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns auch wieder hier nächste Woche bei BW Medizin. Tschüss!